Siegel machen den Einkauf erstmal komplizierter als einfacher. Fast jedes Produkt soll fair und nachhaltig sein. Allein auf dem deutschen Markt gibt es mehr als 1000 verschiedene Kennzeichen und Label. Ah! Wie ihr einen Durchblick im Siegeldschungel bekommt, das erfahrt ihr in dieser Folge What the Fact bei Edeka. Siegel sind nicht einfach nur Stempel auf Papier. Hinter den bunten Logos, die auf Produkten prangen, steht eine sehr komplexe Welt. Ein Siegel vermittelt schnell den Anschein, dass hier etwas von einer neutralen Stelle geprüft und zertifiziert wurde. Es ist nichts Neues, dass häufig in Drittländern soziale und ökologische Mindeststandards bei der Produktion von alltäglichen Konsumgütern missachtet werden. Jedoch gibt es auch Produkte, die über den gesetzlichen Mindeststandards hinaus hergestellt werden, und um das zum Ausdruck zu bringen, gibt es Siegel. Sie sind als zertifiziertes Unterscheidungsmerkmal zum Standard unverzichtbar. Wie ist das bei euch? Achtet ihr beim Einkauf auf Siegel? Und falls ja, auf welche? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Das Siegelthema ist allerdings nicht so einfach, wie man es sich erhofft. Denn viele Label versprechen mehr, als sie halten könnten. Beim genaueren Hingucken fällt auf, dass einige vom Image leben, wobei sie gerade mal den Geschmack bewerten oder die gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststandards bestätigen. Ein typisches Beispiel. Begriffe wie von hier oder umweltneutral klingen im ersten Moment ganz gut und nachhaltig, allerdings sieht das beispielsweise bei regionalem Honig ganz anders aus, wenn nur ein Fünftel des Produkts aus deutschen Bienenstöcken stammt und der Rest importiert wird. Klassischer Fall von Greenwashing durch Siegel. Das Problem an den sogenannten Green Claims sind die umweltbezogenen Aussagen auf den Produkten. Grüne Werbeclaims wie klimaneutrale Milch steigern das Greenwashing-Potenzial, denn jede Firma kann ihr eigenes Siegel basteln, ohne offizielle Regelungen. Am Ende stärken sie den Verkauf und schaden vor allem den Unternehmen und ganzen Branchen, die tatsächlich nachhaltig produzieren, und kratzen an ihrer Glaubwürdigkeit. Somit macht Greenwashing einen klima- und umweltfreundlichen Einkauf schwieriger und ist sogar schädlich. Wie ihr durch euren Lebensmitteleinkauf helfen könnt, das Klima sogar zu retten, das erfahrt ihr in der Folge hier zum Thema: Welchen Footprint habe ich? Mir drängt sich da jetzt die Frage auf: Wieso regelt das nicht die Politik? Nun, tut sie. 53,3% der geprüften Umweltaussagen wurden laut einer Studie von 2020 als vage und irreführend beurteilt und 40% als nicht belegt. Die Politik hat einen Vorschlag für eine Green Claims-Richtlinie veröffentlicht, wodurch Verbraucher und Verbraucherinnen mehr Klarheit und Sicherheit darüber bekommen, dass das, was sie kaufen, auch tatsächlich umweltfreundlich ist. Bevor falsche Werbeversprechen wie T-Shirt aus recycelten Kunststoffflaschen oder klimaneutraler Versand kommuniziert werden, ermittelt eine wissenschaftliche Analyse die tatsächlich relevanten Umweltauswirkungen für das Produkt. Werbeaussagen oder Zeichen mit pauschalen Bewertungen sollen verboten werden, außer wenn sie nach den EU-Vorschriften so vorgesehen sind. Klimaneutral soll heißen, dass während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts die entstandenen Treibhausgase vermieden und reduziert werden. Die Vermeidung ist auf Produktebene nur bei sehr wenigen herzustellen, denn Produktions- und Vertriebsprozesse emittieren immer Treibhausgase und sind noch nicht aus allen Produktionsschritten wegzustreichen. Steht auf einem Produkt klimaneutral, so bezieht es sich in den meisten Fällen darauf, dass die durch die Produktion entstehenden Treibhausgase im Nachhinein durch die finanzielle Unterstützung freiwilliger Klimaschutzprojekte kompensiert werden. Und ob die dann wirklich diese Menge CO2 wieder aus der Atmosphäre holen, das ist auch fraglich. Okay, nun reicht es aber mit der Siegelkritik. Ab jetzt legen wir den Fokus darauf, an welchen Siegeln wir uns orientieren sollten, weil sie wirklich relevant und eine Hilfe beim Einkaufen sind. Kaffee, Kakao, Bananen und Zitrusfrüchte hatten die meisten von uns schon einmal im Einkaufswagen. Allerdings sind die Anbaubedingungen ja von Regenwaldabholzung, von Artensterben und von Menschenrechtsverletzungen überschattet. Das Label Rainforest Alliance Certified ist eine international gemeinnützige Organisation und arbeitet als Schnittstelle zwischen Handel, Land und Forstwirtschaft. Sie schafft eine transparente Lieferkette und legt soziale und ökologische Bedingungen fest. Um die Zertifizierung für ein Produkt zu bekommen, müssen eine Vielzahl von Aspekten mit Regeln umgesetzt und einsehbar sein. Also kein Greenwashing.
Um das Siegel zu erhalten, müssen mindestens 90% eines Rohstoffs des Produkts von zertifizierten Farmen stammen. Die Kakaobohne ist zum Beispiel so ein Rohstoff. Wenn in einem Lebensmittel, wie zum Beispiel Schokoladeneis, mehrere Zutaten enthalten sind, ist vorgeschrieben, dass mindestens 30% davon zertifiziert sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das deutlich auf der Verpackung erkennbar sein. Wie genau nachhaltiger Kakaoanbau möglich ist, das erfahrt ihr in unserer Folge hier zum Thema: Wie geht nachhaltige und faire Schokolade? Unabhängige Kontrollen von Prüfinstituten und eigenständige Risikoanalysen durch die Verantwortlichen, von der Landwirtschaft bis hin zur Verarbeitung, sollen Missstände frühzeitig erkennen, um die Probleme langfristig zu lösen. Das Siegel nimmt schon weiten Einfluss in ökologische und soziale Kriterien. Allerdings kommt es noch nicht an die Bedingungen des Fairtrade-Siegels und die des EU-Bio-Standards heran. Deshalb hier mal ein kurzer Abriss, unter welchen Labels Bio-Kriterien ernst genommen werden. Da gibt es zum einen die staatlichen Kontrollen in Bezug auf deutsche Biosiegel, die sich am Ökolandbaugesetz, kurz ÖLG, und der ÖLG-Kontrollstellenzulassungsordnung orientieren. Die Betriebe müssen genau Buch darüber führen, was sie von und an wen verkauft haben. So lassen sich die Bioprodukte bis zum Erzeuger zurückverfolgen. Wer dagegen verstößt, verliert die Zulassung als Biobetrieb. Es gibt viel Kritik an dem Labelwirrwarr. Die Kunst liegt darin, relevante von irrelevanten, glaubhafte von irreführenden Siegeln zu unterscheiden. An diesen Punkten könnt ihr sie erkennen. Checkt mal. Im Idealfall sollte das Siegel den gesamten Herstellungsprozess beurteilen. Lest kurz im Internet nach, ob diese transparent, seriös entwickelt und regelmäßig überprüft werden. Ausschlaggebend ist, dass die Kontrolle von finanziellen und unabhängigen Prüfinstitutionen durchgeführt wird. Und das am besten noch vollkommen unangekündigt, wie es zum Beispiel bei der Initiative Tierwohl, ITW, der Fall ist. Wie eben gelernt, neben staatlichen Siegeln gibt es Siegel der Privatwirtschaft, darunter fallen unter anderem Bioverbände. Natürlich haben auch die ihre kritischen Punkte, aber Fakt ist, dass sie die höchsten Biostandards einhalten. Siegel haben Schwächen und Lücken. Und vor allem bei der Flut kann man das Vertrauen verlieren. Doch unter ihnen sind wenige sehr seriöse Siegel, die tatsächlich die nachhaltigen und ökologisch wertvollen Hintergründe des Produkts bestätigen und sichtbar machen. Grundsätzlich tragen sie zu mehr Nachhaltigkeit, Menschenrecht und Tierwohl bei und geben damit eine wichtige Orientierung beim Einkauf. Wenn ihr wissen wollt, auf welche Siegel ihr wirklich vertrauen könnt und was dahinter steckt, dann schaut mal hier vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Fakten und weitere Tipps für euch. Ansonsten habe ich euch hier noch weitere Videos verlinkt, schaut sie euch gerne an und vergesst vor allem nicht, den Kanal hier zu abonnieren, um keine weitere Folge von What the Fact bei Edeka zu verpassen. Wie immer danke fürs Zuschauen und bleibt neugierig, euer Cedric.